Wie wichtig der Bildungskongress des katholischen Schulwerks in Bayern für die Schulleiter und Pädagogen ist, zeigte schon ein Blick auf den sehr gut gefüllten Saal im Haus St. Ulrich. Professor Wolfgang Zierer war der erste von verschiedenen Referenten an diesem Tag. Sein Thema: katholische Schulen und deren Lehrkräfte. Ich teile die Auffassung von Kardinal Marx, dass katholische Schulen Leuchttürme sein können. Ich würde sagen, sie sind es noch nicht überall, weil manchmal auch eine katholische Schule nicht davor gefeit ist, dem Mainstream zu erliegen und dann womöglich das, was sie sich auf die Fahnen schreibt, zu vergessen, zu vernachlässigen. Aber aufgrund dieser katholischen Ausrichtung, dieses Bekenntnis zum Christentum, diese Fokussierung auf Glaubensfragen, die, wie ich es vorhin gesagt habe, auch in der Nähe zum Bildungsfragen stehen, haben katholische Schulen ein Potenzial, das andere Schulen nicht unbedingt haben. Dieses Potenzial können sie ausspielen und zu Leuchttürmen in der Tat werden. Erfolgreiche Lehrer sind also eine der Voraussetzungen dafür, dass die Schulen ihren Auftrag erfüllen können. Deswegen nehmen die Pädagogen und Schulleiter auch gerne an dem Kongress, der in diesem Jahr bereits zum 6. Mal stattfand, teil. Man kann die eigene Arbeit in der Schule reflektieren, ganz anders, neue Impulse bekommen und die natürlich an die Kollegen weitergeben, damit sich das Kollegium als Ganzes und die Schule als Ganzes eben auf einen neuen Weg vielleicht oder auf einen besonderen Weg machen kann. Immer wieder entdeckt man neue, gute Ansätze und das beschwingt einen, ermutigt einen dann auch wieder im Alltag mit anderen Kollegen zusammen, Schulentwicklung im Sinne und fürs Wohl unserer Schülerinnen und Schüler betreiben zu können. Trotz aller Erfahrungen, die man hat im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, sind es immer wieder Impulse, Ideen, Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, weiß ich ja. Aber sollte ich irgendwie doch vielleicht noch mal besser umsetzen. Um das geht's. Auch wenn viele katholische Schulen in Bayern derzeit mit großen Herausforderungen wie dem Schülermangel konfrontiert sind, stehen sie insgesamt sehr gut da. Und das ist zu einem großen Teil ein Verdienst des Augsburger Weihbischofs Anton Losinger. Er wurde in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis Generoso Animo für hochherzigen Einsatz ausgezeichnet. Die Laudatio hielt der ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhoff aus Heidelberg. Er kennt und schätzt Weihbischof Losinger seit vielen Jahren. Er ist ein Kirchenmann, der das Kirchliche liebenswürdig vertritt, der Humor hat, der zuhören kann, der weiß, dass er mit seiner gerade in unserer Gegenwart so besonders anspruchsvollen Botschaft den Menschen nur erreicht, wenn er vom Menschen her denkt. Und dann muss er das dem Schüler anders sagen als dem Erwachsenen und dem Naturwissenschaftler anders sagen als dem Theologen. Das heißt, er braucht eine große Menschenkenntnis und eine große Bereitschaft, aus dieser Menschenkenntnis auf den Gesprächspartner zuzugehen. Und darüber verfügt Herr Losinger in herausragender Weise. Weihbischof Losinger ist eine der prägenden Gestalten für das katholische Schulwesen. In Augsburg natürlich, aber auch in Bayern in den letzten 12, 15 Jahren. Und er ist ein überzeugender Verfechter der katholischen Schule und weiß, was sie ist und sein soll. Die katholischen Schulen in Bayern sollen jungen Menschen unter anderem die Fähigkeit vermitteln, die Welt zu ergründen und zu verstehen. Wichtige Bausteine dafür sind Kompetenz und Haltung der Schulleiter und Lehrer. Der Bildungskongress des katholischen Schulwerks hat das Plus dieser Schulen noch einmal deutlich gemacht.